Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Visions of Mana. In der letzten Folge, da oben ist Honig, in der letzten Folge sind wir hier an der Stelle angekommen und warum ist da oben Honig? Warum ist da oben Honig? So, den holen wir natürlich. Warum ist an Bäumen Honig? Ja, nee, ist klar. Ist das Zeug wirklich begrenzt? Dieser Glückskeks-Klee oder wie der heißt und dieses, und dieser Honig da, das müssen wir halt mal rausfinden, beziehungsweise das wird dann halt im Hauptspiel wichtig. Also beim Release wird das wichtig. Ja, ansonsten schauen wir uns hier weiter um. In der letzten Folge haben wir eigentlich als ganz wichtige Erkenntnis gelernt, ja, dass wir den anderen Teammates, ohne auf die drauf wechseln zu müssen, also ohne sie steuern zu müssen, auch Anweisungen geben können. Und wenn es im Kampf, oh, da ist ein starker Gegner, die Melissa Marionette, die hauen wir weg. Das könnte übrigens eine Nebenquest sein, würde ich mal sagen. Und mit unseren neuen Erkenntnissen hauen wir die jetzt mal weg, oder? So machen wir es. Auf geht's. Zuerst der Kleinkram wegbollern. So, jetzt gehe ich mal hier auf meine Attacken. So, und wenn es irgendwie im Kampf irgendwie in irgendeiner Art irgendwas eng wird, einfach mal auf die Pfeiltasten, auf eine der Pfeiltasten klicken. Dann kann man zu den verschiedenen Charakteren wechseln und denen irgendwelche Dinge halt hier sagen. So von wegen, jo, stell mal Magie wieder her oder was ist das da überhaupt? Stellt bei einem Verbündeten, warum kann er das jetzt nicht machen? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Achso, weil alle voll geheilt sind. Erhöht im Kampf erhaltene Lucre. Das muss man wahrscheinlich vorher machen, denke ich mal. Hier, MP wiederherstellen kann ich, ja. Okay, da checkt das Spiel wahrscheinlich automatisch. Das macht gar keinen Sinn oder sowas. Aber ich kann jetzt zum Beispiel zu dem sagen, okay, gib, ja, oder mach mal das Jagdheulen. Genau, das kann ich jetzt sagen. Und mach das bitte auf die Melissa Marionette, wenn das geht. Wo kann ich das jetzt wechseln? Ah, hier. So, und dann wechselt der Char oder das Spiel automatisch wieder zu mir rüber. Das ist natürlich mega. So, da kann man hier irgendwie sinnlos in der Gegend rumballern. Irgendwie ist gerade die Perspektive kacke. So. So, und jetzt geben wir der hier mal. Wunderbar. Jawohl. Hauen die kleinen Ads weg. Unser Tank tankt an, was er tanken kann. Und wir hauen mal unsere LT-Attacke raus. Sturmrauschen. Das ist ihre normale Magie-Attacke, nehme ich mal. Also ihre Klassenfertigkeit. Nehme ich an, oder? Die hat ja keinen... Die hat ja keine Reliquie auf sich drauf. Ich nehme mal an, dass das jetzt so war. Keine Ahnung. Und wir machen hier null Damage. Wunderbar. Hauen aber hier den Gegner weg. So, und wir hätten mit ihr auch wieder etliches an MP. Dann machen wir das doch mal. Ach, es macht irgendwie Laune, muss ich wirklich sagen. So, hier anvisiert. Mach mal hier den Sturmbolzen oder was das auch immer ist. Oder hier irgendwas mit Eis. Keine Ahnung. So, jetzt können wir es ja mal einfach mal machen. Hier, der Kampf wird ungemütlich oder was auch immer. Wir kommen jetzt auf die Idee, da irgendwas ändern zu müssen. Dann gehen wir hier zum Beispiel auf jemand anderem. Anderen sagen zu dem, zu unserem Tank. Genau, wir sagen zu unserem Tank. Ne, oder hier zu unserem Streuner. Sagen wir, okay, gib mal einen Bonbon an... hier die Miezekatze. Warum ist da jetzt so eine Miezekatze abgebildet? Was ist denn das? Was ist da jetzt? Ich bin eine Miezekatze, was ist denn das? Hilfe! Was ist dann? Ist das ein Statuseffekt oder was? Hä? Was geht denn ab? Ich bin gemiezekatzt. Oh, jetzt geht's ab. Mit der Miezekatze, da bin ich richtig stramm unterwegs. Ne, was ist denn das? Weiß das jemand? Hallo? Ich bin irgendwie... Ist das ein Fluch oder ist das ein Segen? Ich denke mal, das ist ein Fluch, oder? Kann die Fernkampf hier mit ihrem Bogen da, wenn ich den auflade, nicht Bogen, mit ihrem Stab. Jetzt ist hier irgendwie nochmal Mana oder was auch immer erschienen, von wo auch immer, keine Ahnung, check ich nicht. Da hängt auch ein bisschen was in der Luft rum, könnte auch so Mana sein oder so. So irgendwie wird es wohl laufen, wir kommen ja ein bisschen besser klar. Gut, alles klaro. So, da gehen wir mal hin, ich glaube wir müssen eigentlich die Heilung machen. Achso, das ist das auf X hier oder was? Genau, Healing Light, sagt sie ja ganz eindeutig. Nur auf wen denn? Mach ich das einfach hier in die Pampa raus, oder was? Ja, und irgendjemand, ich glaube unser Hauptheld sogar, hat gerade Mana gemacht. Irgendjemand hat Mana gemacht, oder? Was ist, wenn ich ihr die Anweisung geben würde? Hier, Energieball.
Hier, heilendes Licht. Erbittet die Kraft der Lichtgeister, um die TP des Anwenders oder eines Verbündeten herzustellen. Also geht jetzt nicht mehr? Achso, weil alle geheilt sind. Keine Ahnung. Ich warte mal gerade. So, machen wir es wieder. So, und jetzt hier. Bumm. Und da muss ich jemanden auswählen. Das geht so also dann besser. Da muss man schon aufpassen, ne? Also wenn man der Heiler selbst spielt, sollte man schon das so regeln, denke ich mal. Ansonsten haut man da die Heilung sonst wohin. So, ich mache das jetzt einfach mal wieder. Wir heilen ein bisschen rum. Ich bin jetzt hier der Heiler. Jetzt wäre halt irgendein schöner Fernkampf da super geil. Ja, und jetzt gucken wir einfach zu, wie die hier matteln. Jetzt ist die Frage, wann kriege ich MP, ne? Nie. Laufen rum und hoffen auf MP. Autsch. Da hinten liegt ja was rum. Achso, das ist seine Reliquie. So, und hier, ein bisschen Damage machen. Ah, jetzt ist er im Lichtkegel gefangen. Jetzt merkt er das, was ich halt gesagt habe. Jetzt haben wir ein bisschen MP bekommen. Das ist das, was ich mal meinte. Von wegen, wenn man ein bisschen abwartender spielt, dann kann man solche Spiele besser mal checken. So, hier. Also ich kann sie dann besser checken. So, jetzt weiß ich hier genau, wo ich heile, wen ich heile und so weiter. Das geht hier über das taktische Menü eigentlich besser, über das Ringmenü, meines Erachtens. Ja, macht doch direkt schon Laune. So, und wir kriegen Level up. Wunderbar, weil wir irgendeinen krassen Gegner da umgeblasen haben. Ja, Erfahrungs- oder diese Elementarpunkte kriegen wir auch. Und wir holen uns hier eine Kiste mit. Alter, Leute, wie ich abgehe, oder? Ich kann es selbst nicht fassen, wie krass das ist. Das ist wirklich absolut crazy krass. So. Jetzt mit diesen Levelaufstiegen. Haben wir da irgendeinen Vorteil? Das wird eigentlich gar nicht erwähnt. Also, wir haben... Ich kenne jetzt halt hier meine Skills nicht mehr oder was da auch immer stand. Also TP, MP habe ich mir jetzt nicht notiert. Wir würden es sehen... Ah, ne. Vor einer Folge ungefähr. Da habe ich, glaube ich, hier angefangen. Da war das mein Startbildschirm. Müsste ich dann mal vergleichen, die Werte. Abknipsen, vergleichen. So, Gegenstände, Ausrüstung, Fertigkeiten. Also man bekommt immer nur diese EP-Punkte, ne? Ah, hier fürs Ringmenü kann man dann noch mehrere Techniken freischalten bei ihr. Oder könnte alle überhaupt reinlegen. Ah, das ist natürlich auch cool. Oder halt dann für die Kurzbefehlleiste, ne? Alles klar. Jo, genau. Und hier haben wir die Fähigkeit Samen. Da könnte ich jetzt auch irgendwas anderes ihr geben, dass sie die Skills hat oder was. Dann hat sie aber mein anderer Char nicht mehr, nehme ich an, ne? Entfernen und da kann man sie jemand anderem geben. Ja, so irgendwie wird das wohl laufen. Reliquie hat sie ja im Moment keine. Ich könnte sie umskillen, aber im Moment hat unser... wie heißt der wieder? Unser Streuner, keine Ahnung, Mole oder sowas. Und hier Van, Vale, wie auch immer. Ah, ne, steht nicht da. Gut. Nur Karina steht gerade da. Rechts und links, ja gut, alles klar. Und da sehen wir hier halt diese statistischen Fähigkeiten hier. Elementarbrett, Charakter ansehen. Ja, da wird die wohl von Level zu Level immer ein, zwei Punkte da aufsteigen, nehme ich mal an. In diesen Werten und dann die... Ob die Klassen da leveln, weiß ich nicht. Oder was davon irgendwie levelt. Das wird wohl dann im Hauptspiel genannt werden. Erscheinungsbild. Okay, kann man dann festlegen, so. Ihr Special. Bleibt ihr Special immer gleich? Wie war das nochmal? Keine Ahnung. So, Elementarbrett. Wir haben auf jeden Fall so viele Dinge freigeschaltet. Leider ist da ja alles Weitergehende gesperrt hier in der Demo, ne? Wir könnten halt noch die Sachen hier machen. Erbitte die Kraft der Windgeister, um die Verteidigung des Gegners zu senken. Ja, bleibt mal locker. Hier, Windschaden. Jo, alles klar. Wir hatten noch so viele EP gemacht. Was geht denn ab? Ah doch, hab ich noch. Stellt 10% TP wieder her, wenn der Träger mit einem Statuseffekt oder... Oh, okay. Was? Stellt 10% TP wieder her, wenn der Träger mit einem Statuseffekt oder einer Wertesenkung belegt wird. Automatisch, oder was? Das ist ja auch krass. Jo, machen wir mal. Einfach mal leveln. Mit diesen Passivs da.
Muss ich dann die Klasse spielen oder habe ich das einfach? Da steht ja erlernt. Keine Ahnung. Kann ich jetzt nicht oben die Dinger da einlösen oder was? Muss ich immer grundsätzlich Punkte haben und kann dann nur die Glückskekse noch dabei machen. Die Glücksbärschi-Dinger da. So, auch hier lernen wir einfach mal alles. Ah, da könnte ich das jetzt gut sehen. Kritische Treffer verursachen 20% mehr Schaden. Jo, mach mal. Er bittet die Kraft der Mondgeister, um die kritische Trefferrate des Anwenders oder eines Verbündeten zu erhöhen. Jetzt mal gucken, ob ich das... Achso, geht ja jetzt nicht. Jo, mach mal. Geht auch nicht. Warum nicht? Keine Ahnung. Check ich nicht. So irgendwie in der Art soll das wohl laufen. Gut, alles klar. Wir sind super krass und super stark unterwegs. Wir hauen alles weg. Das ist der Wahnsinn. Gut, die TP sehe ich auch da unten. Ne? TP und MP und so. Hätte ich mir mal anschauen können. Wir gehen natürlich in the fight und kloppen hier alles weg. Och, machen wir Damage. Klar, das sind jetzt nur noch Stufe 10 Gegner und wir sind 12. Ne? Jetzt geht's hier richtig ab. Jetzt geht hier die Magierin in den Nahkampf. Da machst du nix. Da machst du gar nix. Und hier ist irgendwie Mana und so weiter erschienen. Siegen unter 20 Sekunden keinen Schaden erlitten. Gibt dann noch Bonus-EP und so weiter. Was ich halt schon mal sagte. Und da kann man hier schön farmen. Da ist noch eine Nebenquest. Das könnte sein, dass wir dazu der Morleda geschickt worden wären. Oder wie die auch immer heißt. Alter, wie mal abgehen. Macht schon Laune. So, und da haben wir hier unseren Special. Vielleicht gibt es dann auch nochmal Bonuspunkte, wenn man mit dem Special hier alles wegmacht. Da brettert sie, die Gute. Jawohl. Kaputt. Ja, da liegt überall noch Kram rum, den wir natürlich brauchen. Und noch eine Kiste und so. Ah, und noch so ein Mondding da unten oder was das ist, ne? Wir gehen mal hin. Nicht Mondding, diese Schreine da. Gibt aber wirklich einen guten Einblick hier. Das, kann ich noch nichts machen. Achso, weil ich die Dunkelheitsgeschichte da noch nicht habe oder was. Okay. Deswegen wird auch jetzt hier nichts angezeigt. Gut, bla bla. Diese Dunkelheitsreliquie, ne? Und das ist der Altar der Reliquienträger. Wie auch immer. Und da ist Respawn. Respawn gibt es anscheinend dann immer wieder mal und ist ja an sich sinnvoll, ne? EP mit Heulen. Hier, Erfahrungspunkte. Ah, da oben steht ja auch, wie viele Erfahrungspunkte man gemacht hat. Hatte ich noch nie gesehen. Nie drauf geachtet. 171. Und wir brauchen 3000 oder sowas. Also ist ja wohl wirklich geschenkt, oder? Verstehe ich den Kritikpunkt nicht, dass man angeblich langsam leveln würde. Habe ich gehört. Ist wirklich wahr. Ist kein Scheiß. So, wo ist jetzt hier die Kiste, die angeblich hier irgendwo rumchillt? Das da? Achso, hier, das da. Speichern. Ne, kann ich wirklich gar nicht nachvollziehen. Irgendwie können wir uns noch Waffen hier verdienen, wenn wir die Demo durchspielen und so. Ja, also, wir haben mit Level 10 gestartet. Haben, sind ein bisschen rumgelaufen. Wir sind jetzt noch nicht mal eigentlich an der Quest, bei der Quest erschienen sozusagen, oder dort, wo wir hin sollen. Gerade mal ein Gebiet so ein bisschen, ne? Und haben zwei Level gemacht, ja schon in einem etwas fortgeschritteneren Stadium, ne? Wo ist jetzt hier die Kiste? Da ist die Kiste. Wunderbar. Oh, die ganzen Blumen sind so schön und wir haben einen Bonbon gefunden. So, wer will hier noch eine Nebenquest machen? Nebenquest-Dude. Nebenquest-Dude? Hallo? Ah, da oben. Achso, kriegen wir vielleicht direkt die Belohnung. Deswegen wird er auch vielleicht direkt so an... Ach, keine Ahnung. Wir werden sehen. Vampir? Was? Ich bin Obstbauer und eigentlich ein sehr genügsamer Mann, aber in letzter Zeit bringen mich die Vampirtulpen in der Gegend wirklich auf die Palme. Die saugen uns die ganzen Nährstoffe aus dem Boden. Wir ziehen regelmäßig mit unseren Mistgabeln los und verjagen sie, aber es kommen immer neue nach. Wenn das so weitergeht, wachsen uns dieses Jahr verschrumpelte Rosinen an den Bäumen statt Äpfel. So, das ist direkt hier vorne, oder was? Einfach nur ein paar Tulpen umbollern. Nehme ich an, oder? Tulpen umbollern und Bärenhonig, der jetzt irgendwie da oben drauf chillt. Habe ich den eben nicht gesehen oder respawnt der da oder sowas? Ich check gar nichts. So, Tulpis, sterbt. Nebenquest Tulpen, Level 8.
Das ist genau mein Ding. So, dann würde ich auch gleich sagen, wechseln wir auch die Char wieder. Dass wir mal so ein bisschen Gefühl für die Chars bekommen. Nächster Kampf, gehen wir mit einem anderen Char rein. Hier mit Moley. Neue Gegner greifen an. So. Bullseye, jo, alles klaro. Da macht er irgendwas. Stimmt, ich heile meine Leute ja im Moment praktisch gar nicht. Da müssen wir mal wieder drauf achten. Also machen wir das hier, heilendes Licht. Weil ich ja die Magierin steuere, muss ich natürlich ein bisschen aufpassen. Sollen wir nochmal kurz passiv ein bisschen spielen? Machen wir mal hier den Blitzi. So ist es. Panda, Dingens, Tschüssikowski. 238 Erfahrung. Immer mal links gucken und dann rechts gucken und so weiter. Ja, habe ich nie so drauf geachtet, dass da oben die XP dann aufgelistet stehen, ne? Immer so grob geschätzt habe ich da irgendwas. Das steht ja oben. Ja, ich weiß, ich laufe falsch. Ich will gerade ganz kurz mal was schauen. Scheint hier noch irgendwas? Es ist so mysteriös hier. Die Bäume. Komm Leute, da ist was dazwischen, oder? Das krasseste Versteck ever. Von irgendwas. Zum Beispiel so was. So ist es. Ja, muss ich vielleicht Offcam mal machen. Einfach mal wieder in ein Gebiet reinscheunen, ob man diesen Bärenhonig da öfter findet oder sowas. Ah, da hängt er überall in den Bäumen rum. Wie gesagt, der ist relativ wertvoll. Das wurde ja auch in den Tipps und Tricks da letzte Folge genannt. So von wegen, ja, es gibt mal einen Händler und so. Und das weiß ich auch, habe ich in einem anderen Video mal gesehen. Das ist da irgendwie ein Händler. Später in der Hafenstadt, wo wir schon seit 17 Stunden hin sollen, dass es dort einen Händler gibt, wo man sogar permanent irgendwelche Sachen verbessern kann. Vielleicht ist das auch das Upgrade-System, wer weiß, keine Ahnung. Naja, ihr habt uns erleichtern können, die Plage ist beendet, wunderbar. Und wir kriegen Lucre und ich bin begeistert. Alles klaro, hast du sonst noch was zu sagen? Er dankt uns. So, wir wollen wechseln. Char wechseln hier außerhalb ging genauso. Wenn ich hier außerhalb des... Genau, wenn ich außerhalb des Kampfes... Das ist ein bisschen unglücklich gelöst, finde ich. Deswegen war ich eben irritiert. Außerhalb des Kampfes switchen wir mit den Pfeiltasten. Genau, switchen wir mit den Pfeiltasten oben links. Oben, also so... Quatsch. Mit dem linken Steuerkreuz halt hoch oder runter switch ich halt die Klassen. Das Problem ist nur, im Kampf selbst switche ich da zwar auch die Klassen, gebe denen aber nur Anweisungen. Dort muss ich dann mit RB, glaube ich, die Charaktere durchwechseln, wenn ich das denn richtig gecheckt habe. Keine Ahnung. Ich meine ja nur, ne? Dass es einmal so ist und einmal so, das ist nie glücklich gelöst, finde ich. Wenn man mir gerade folgen konnte. Im Kampf gibt man dann nur Anweisungen über diese Pfeiltasten hoch und runter und wechselt nicht zu denen. So, haben wir nochmal was mitgeholt. Hier, Killerbiene, stirb und eine Kapuzenratte. Da machst du nix. Das sind epische Gegner. Aber ihr merkt's, wie sehr ich... Oh, was geht mit ihm ab? Sein Special ist mal locker. Und das Ganze noch mit supergeilen Crit ausgelöst oder untersetzt oder sowas ist natürlich nice. Aber ihr merkt's hier, kriegen wir auch nochmal Bonus-XP da oben mit. Wird auch schön angezeigt eigentlich, wenn man drauf achtet, ne? Muss man wirklich sagen. Sehr übersichtlich. So. Ja, ist doch cool. Wir brettern noch ein bisschen durch die Gegend. Und ihr merkt's, ich genieße es wirklich. Ich genieße es wirklich förmlich, das muss ich wirklich sagen. Oh, die Monster hier werden immer stärker. Vielleicht bin ich hier in einem Gebiet, wo ich nicht hin sollte. Okay, wir sollen eigentlich woanders hin. Vielleicht sollte ich mich doch dran halten, wo wir hin sollen. Da ist er, der böse Fuchs. Stirb! Ah ne, war doch ein Reh. Ein Reh, das die Klippen hinunterrennt. Ja, also ich genieße es wirklich. Komplett. Es macht richtig Laune, es macht mir richtig Spaß. Ich habe schon wieder nicht nach rechts geschaut. Gibt es irgendwie ein Menü, so neueste Sachen oder sowas? Das könnte natürlich sein, auch in der Verbrauchsgüter. Verstärkung, Materialien. Vielleicht gibt es auch einfach nicht so viel, dass man das dann immer direkt findet. Oben ist ja Gegenstände. Ist der... Ah, ist der dritte Slot. Na ja, gut, hier. Das ist der vierte Slot Ausrüstung. Ich habe ja mal gesagt, vielleicht gibt es auch irgendwann mal andere Dinge. Elementarbrett ist oben der fünfte Slot. Ja, gut. Es wird wohl diese 2, 4, 6, 8 Reliquien geben, schätze ich mal. 8 Klassen.
5 Charaktere, 8 Klassen. Würde auch Sinn machen, wenn du 5 Charaktere hast, kannst du immer die doppelt, also denen doppelte Klassen geben, die du spielst sozusagen. Die spielen ihre Klasse und du hast noch 3 auf Lager. Dann haben wir, was steht da? Was steht da rechts? Freigeschaltet 2 von 10. Schattenklinge. 3 von 10 Streuner. What? Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Seht ihr das? Rechts diese Dinge, die hier stehen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Werden wir noch rausfinden. Vielleicht geht es dann noch weiter und so fort. Keine Ahnung. Geht's? Nee. Wird nichts. Keine Ahnung. Ja, das wird mir jetzt noch irgendwie gefallen, wenn man irgendwie so einen Slot hätte, wo ich ganz schnell... Ah, hier, sortieren nach Älteste, Standard, Neueste. Dann kann ich zumindest mal gucken, was neu so reingekommen ist. Falls ich da irgendwas übersehen habe. Moment mal. Das ist auch so ein Samen. Erhöht den Schaden von Klassenangriffen um 20%. Okay. Und den kann ich jetzt auch irgendwo einbauen, oder was? Hier, über die Samen, ne? Geht doch. Ich guck mal. Achso, und deswegen stehen hier rechts auch die Werte. Fähigkeitssammelklassen. Ah, hier steht es ja auch wieder. Ah, hier stehen die Klassenfähigkeiten. Also die ich jetzt freigeschaltet habe. Aktive Fähigkeiten werden angezeigt. Genau. So, Fertigkeitssamen. Aura der Natur. Warum kann ich jetzt nur 2 überhaupt auswählen? Hier, Eisschmetterer. Machen wir das einfach mal weg. Und jetzt mache ich hier die Klassenfähigkeit von dem Klassenschaden. Ne, will ich eigentlich gar... Moment mal, was stand da gerade? 20%. Ja, nee. Ich will eigentlich hier auf ihn gehen. Er hat Explosion und Feuerball. Warum kann ich jetzt... Warum habe ich nur die 2 Slots? Das irritiert mich. Gut, egal. Ich mache Explosion weg. Und dann gibt es hier den Klassenschaden. Ne? Der ist jetzt höher irgendwie. Jetzt haben wir da Fähigkeitssamen geändert. Wahrscheinlich kann man die auch nochmal pro Level freischalten. Was weiß ich, alle 5 Stufen oder sowas. Auf jeden Fall machen wir jetzt mehr Schaden mit Angriffen, mit Klassenangriffen. Wie auch immer, bla bla. Ah, hier wird es dann auch nochmal ganz detailliert gezeigt. Kann man auch so durchswitchen, ist vielleicht ein bisschen übersichtlicher. Ah, hier sehen wir auch die Klassenfähigkeiten. Schutzschild, bei ihr gar nichts. Warum bei ihr gar nichts? Achso, weil sie keine Reliquie ausgerüstet hat, ne? Hier, sie hat zwar Sachen freigeschaltet. Moment. Das ging hier. Ja, dann checken wir so langsam mehr. Hier auf dem Elementarbrett. Sie hat zwar Dinge freigeschaltet, aber die sind jetzt nicht aktiv. Hier, die kritische Trefferrate. Hat er ja freigeschaltet. Warum sind die beiden Sachen hier? Was ist das? Achso, Tarnung und Edelmut. Das ist bei ihm aktiv, ne? Weil er es ausgewählt hat. Sie hat nichts ausgewählt. Da ist gar nichts aktiv. Ist klar. Warum ist sie hier nicht windmäßig aktiv? Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Achso, weil Moray hat ja Wind gerade. Achso, so war das. Stimmt das, was ich da gerade rede? Ja, genau. Wind ist das mit Crit. Alles klar. Gut. Und hier... Warum steht hier aber jetzt nicht? Ich bin ja... Also ich bin auf Moray selbst drauf. Aber da müsste ja jetzt auch stehen, wer da was hat. Gut, hier steht nur, wer... Also, dass er es ausgerüstet hat. So, hier steht, dass sie nichts ausgerüstet hat. Und hier steht, dass Vale da halt hier Selene ausgewählt hat. Genau. Ja, und so muss man sich dann entscheiden. Was will man dann drin haben für Fertigkeiten hier? Welche Klassenfähigkeiten sollen aktiv sein? Welche Fertigkeitssamen setze ich da ein und so weiter, ne? Das ist schon cool. Ist schon cool gemacht. Hat schon eine coole Tiefe irgendwie. Gefällt mir. Könnte schon cool werden. Auch hier unser Streuner da, der geht schon gut ab. Auch wenn ich eine optisch total kacke finde. Muss ich wirklich sagen. Ist gar nicht mein Style. Aber man muss schon sagen, so macht's schon Laune. So, da oben ist auch noch was zu holen an der Stelle.
Ja, wir müssen natürlich echt mal jetzt ins Dorf, ne? Weil sonst wird das hier nichts mehr. Wir gehen noch hier hoch und dann gehen wir ins Dorf. So, da kann ich auch noch so ein Bärendingens da holen. Oder was auch immer. Nee, Lucre. Ja, was ich eben meinte mit dem Durchschalten hier oben. Ich habe halt gehofft, dass das, was wir da oben sehen, diese Slots da, 7 Slots, jetzt sind wir ja auf dem 3. von 7 Slots über Gegenstände. Das ist halt exakt das, wo wir hier sind. Lexikon, 1. Slot, Nebenaufträge, 2. Slot und so. Und ich habe damals gehofft, dass bei Gegenstände hier es noch weitere Slots gibt, die man durchgehen kann. Wo dann steht, neueste Sachen, die man gefunden hat und so weiter, ne? Oder Waffen, die man gefunden hat. Allgemeine Waffen. Weil das ist schon ein bisschen verwirrend. Wir hatten ja mal den Parierdolch hier gefunden. Oh. Achso, doch, den Parierdolch. Und wir hatten den Anfängerdolch noch. Ja gut, hier kann man nach Erhalt, kann man durchswitchen. Also wirklich wichtige Sachen wird man dann wohl hier direkt finden. Kann man direkt sagen, nach Erhalt, geh mal durch. Können wir ja mal gerade machen, ob jetzt irgendwas dabei ist hier. Nach Angriff, nach Plan, nach Erhalt. So. Stimmt das? Nach Magieangriff, ja. Okay, und jetzt können wir... Oh! Genau, kann ich hier leider nicht so leicht. Ja, könnte ich aber überall gucken, ob irgendwas da ist. So in der Art, ne? Okay, ist ein bisschen nervig. Gut, wir haben nichts. Muss ich mal gucken. Check ich noch nicht ganz. Aber so kann man zumindest mal halbwegs gucken, was da so am Start ist. Und die wichtigen Dinge, die man findet, kann man da schon schnell nochmal lokalisieren, wenn man da der übelste Bock geschossen hat. Hier sind irgendwelche Ruinen, wo wir eigentlich noch nicht hin sollen. Wo es wahrscheinlich sogar hier irgendwie reingeht. Oh, ne. Na, vielleicht triggert da irgendeine Quest erst, wenn man nochmal hinkommt. Irgendein Gegner oder sowas. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier oben jetzt irgendwas finden. Ist das so? So, da kann ich hier draufbleiben. Irgendwie haben wir uns da hochgeklitscht. Don't mind if I do. Bisschen Lucre. Und da... Oh. Hier können wir nochmal, die Zeit zurückdrehen. Alles klar. Ja, da hat dann halt jede Reliquie so ihr Ding halt. Ist mehr so Gimmick, ne? Impressive. Schutz ermöglicht seinem Träger den Einsatz von Schutz. Erbittet die Kraft der Erdgeister, bla. Ist auch so ein Kampfding, ne? Was wir jetzt gefunden haben. Nehme ich mal davon, gehe ich mal davon aus. Ich gehe mal ganz kurz nochmal dorthin, was wir gerade gelernt haben. Komm, ist scheißegal. Ich mach das jetzt mal. Aura der Natur, machen wir mal weg. So, hier Schutz. Ermöglicht seinem Träger den Einsatz von Schutz. Er bittet die Kraft der Erdgeister, um die Verteidigung des Anwenders oder des Verbündeten zu erhöhen. Jo, auf geht's. Komm, machen wir. Ah, hier sehen wir auch immer, was ausgerüstet ist und so weiter, ne? Also, oder was jemand anderes gerade trägt. Das haben wir ausgerüstet. Wir selbst ausgerüstet. Und unten steht dann auch nochmal ausgerüstet. Bei Equipped unten mit dem Symbol. Hier steht es dann nur bei Veil. Ja, wäre auch besser, wenn dann hier ein V stehen würde oder sowas. Vorklassenschaden. Würde ich jetzt besser finden. Oder wenn da stehen wird, anderer Charakter hat das Equipped oder so. Ist ein bisschen doof, dass man nach unten eher schauen muss, ne? Unten ist es eigentlich genauer. Da steht es genauer als hier oben in der Liste. Gut, egal, laber, laber. Jo, da haben wir noch ein bisschen was, rausgefunden und da würde ich sagen, in der nächsten Folge, jetzt machen wir nochmal den Test aufs Exempel am Schluss. Gibt's Fallschaden, ja oder nein? Nee, das ist sehr gut. Das finde ich gut. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir dann hier an der Stelle weiter. Ich bin nach wie vor relativ begeistert, es macht mir einfach Spaß. Könnte ein wirklich richtig cooles Game werden, jetzt gerade wo man so nach ein paar Stunden im Spiel, gut, wie lange bin ich jetzt im Spiel? 2-3 Stunden wirklich effektiv. Ja, mal so ein bisschen checkt, was abgeht. Es ist schon ganz cool. Und macht irgendwie Freude, sage ich mal. Ist gut strukturiertes Game. Größtenteils. Wie gesagt, oh, hier, Schätze. Wir waren ja ganz fleißig. Wie gehen wir denn ab? Wusste ich gar nicht. Elementarite konnten wir halt nicht alle öffnen, ist auch klar. Die waren ja teilweise dann einfach nicht aktiv oder sowas. Weil ich dafür dann das entsprechende Teil dann brauche. Cool. Ist doch cool. So, und jetzt könnte man hier auch nochmal eine Port zur Mana-Ader machen. Jo, bla. Muss man also nicht doof rumrennen. Geht also auch klar. So kommen wir sogar schneller in die Stadt, wo wir hinwollen. War direkt hier vorne, ne?
speichern wir ab und machen in der nächsten Folge an der Stelle weiter. Ich freue mich drauf. Vielen Dank an den Supporters Club, vielen Dank an alle Zuschauer, vielen Dank an alle Likes, Kommentare, Abos. Und ja, bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.